Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Miesegrau von einem seiner Lieblingsplätzchen von der kleinen Bank am Waldrand. Tja, seit langem wieder mal der erste schöne Tag. Ich war gestern schon mal draußen, wollte filmen, aber da war es zu windig. Heute ist es immer noch windig, aber es scheint zu gehen. Die Sonne scheint, es ist kalt, sehr frisch das Wetter. Und ich will halt mal gucken, wie der Wald aussieht. Ich habe gestern schon ein paar umgestürzte Bäume gesehen. Vielleicht kann ich ein bisschen was davon einfangen. Schauen wir mal. Da waren Wipfelbrüche dabei und ein paar sehr morsche Bäume hat es umgelegt. Ansonsten habe ich eigentlich keine weiteren Schäden entdeckt. Tja, der Öpi war auch nicht so viel draußen. Ich hatte Angst, dass der Sturm den wegweht. Aber da ist er, ist natürlich mit. Aufpassen müssen wir trotzdem. Es ist immer noch windig und ich habe keine Lust, dass uns ein Ast oder ein Baum auf den Kopf fällt. Also immer schön bei der Wanderung Blick nach oben und vorsichtig sein. Tja, schade, dass ich hier noch keine Sonne habe. Die kommt erst gegen Mittag vorbei. Wir haben es ungefähr 10 Uhr. Aber die afrikanischen Schafe da unten, die Kamerun-Schafe, die sind schon draußen und fühlen sich augenscheinlich wohl. Viel Grünes haben sie ja noch nicht, aber es kommt langsam, wie man sieht. Tja, wir freuen uns alle etwas auf den Frühling. Das nasse, windige, stürmische, kalte, matschige Schneegraupelwetter geht mir langsam aufs Gemüt. Ich möchte gerne wieder länger draußen sein, aber naja, wird schon werden wieder. Falls ich wieder mal vorhabe, mir ein gemütliches Bettchen zu bauen hier oben. Es ist wirklich, egal wo ich hier hingucke, da liegen überall diese Fichten- und Kiefernzweige. Alles abgebrochen, sind auch dickere dabei, habe ich schon gesehen, weiter drin. Und also wie gesagt, viel Schaden ist nicht entstanden, aber es liegt halt etliches unten. Der Wald ist schon vorgeschädigt durch die Trockenheit der letzten Jahre. Jetzt die Feuchtigkeit, Eisregen, Sturm. Da gibt es natürlich weitere Schäden. Tja, hier ist was, was mir überhaupt nicht gefällt. Und zwar ein Wipfelbruch. Und zwar genau in der Richtung meines Lagers. Das heißt, er ist direkt über dem Weg, wo ich immer lang laufe mit dem Hund. Tja, hier ist das Ding nochmal von der Seite. Ja, er ist durch. Sowas nennt man Witwenmacher. Und wie gesagt, mein Weg führt theoretisch immer genau unten durch. Ich werde den kleinen Umweg um den Stamm jetzt wohl den ganzen Sommer nehmen dürfen. Bis der nächste Sturm den vielleicht mal runterhaut. Echt gefährlich. Ungefähr in, naja, 8 Meter Höhe. Tja, hier sieht man das nächste Ding. Der lag vor kurzem auch noch nicht so. Also ist es doch einiges an Schäden entstanden. Und am Anfang war das Feuer. Tja, wie das so üblich ist in unserer modernen Zeit, man macht ja Feuer mit Streichhölzern und mit Feuerzeug. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, alt genug bin ich ja, mit fast 60 Jahren. Und habe ich angefangen mit dem Feuerstahl mal ein bisschen zu experimentieren. Klappt recht gut, auch bei nassem Wetter. Und auch wenn ich mir den Zunder und das Holz selber suchen muss hier oben beim Regen, das geht. Das habe ich hingekriegt. Mein kleiner Feuerstahl liegt da unten. Den habe ich mir mit einem kleinen Eichenrundholz hinten als Griff versehen.
Also wie gesagt, mit dem bin ich eigentlich sehr zufrieden. Aber jetzt muss ja auch mal was Neues kommen. Tja, wie gesagt, ich bastel und experimentiere ja gern herum. Und trotz Feuerzeug, Feuerstahl und Streichhölzern will ich versuchen, mal das Feuer anders zu machen. Ich habe da schon mal angefangen. Wie gesagt, ich war gestern schon mal hier, da war es zu windig. Der Film ist nichts geworden, man hat mich so gut wie gar nicht verstanden. Also jetzt nochmal. Und der Öpi beschäftigt mich weiter. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe mir halt einen Fichtenast besorgt, einen schönen krumm, etwas Sisalschnur. Und das Ganze zusammen soll halt den Feuerbogen ergeben. Will ich unten lose lassen, sodass ich das auf die Stärke von dem Bohrholz anpassen kann. Ein Bohrholz habe ich mir auch schon gemacht aus Eiche. Ja, schaut recht gut aus, sehr hart. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Ja, dann habe ich nach weiteren Materialien gesucht, wie Birkenholz, ein bisschen gestockte Buche oder Fichte. Da habe ich mir erstmal drei Brettchen gemacht. Ja, das wäre jetzt Birke, das Buche und das Fichte. Und will ich erstmal damit anfangen und versuchen, ein Feuer zu machen. Das heißt, ich werde mir noch verschiedene Bohrspindeln machen, aus Haselnuss, aus Hartriegel, vielleicht auch aus Buche, also aus was Härterem. Und dann werde ich mir verschiedene Holzsorten suchen, die weicher sind, und werde halt versuchen, damit ein Feuer zu starten. Mir ist vollkommen klar, dass das nicht von Anfang an funktioniert und dass ich da eine Weile üben muss. Aber wie gesagt, Versuch macht klug. Tja, mit was fangen wir an? Ich habe hier die Fichte. Ich denke, das wäre ein guter Start. Wird natürlich heute noch nicht klappen. Wie gesagt, ich habe ja bis jetzt nur die Bohrspindel aus Eiche. Und dann werde ich halt versuchen, das jetzt zu machen. Das Feuerchen nebenher brennt, damit ich mir die Finger wärmen kann. Ist nämlich ganz schön kalt. Gut. Tja, ein Gegenstück habe ich mir auch gefertigt. Das ist ein Rinderknochen. Den habe ich aufgesägt und habe mir da so ein Stück rausgeholt. Habe das mit einer Vertiefung versehen. Habe ein Loch gebohrt, um eine Kordel durchzuziehen. Tja, ziemlich hartes, glattes Material. Dürfte als Widerlager funktionieren. Schön, wenn man das Zeug gleich verbrennen kann. Gut, das soll wie gesagt erstmal mein erstes Bohrbrettchen werden. Das ist ungefähr 2 cm stark. Und da bohre ich mir jetzt einfach hier mal ein Loch rein. Ein Stück vom Rand entfernt, um einen Anfang zu kriegen. So, da soll jetzt die Bohrspindel drin laufen. Genau das werden wir erstmal probieren, ob das funktioniert. Ja, das läuft sehr leicht in diesem Widerlager. Ob das natürlich jetzt Erfolg bringt, keine Ahnung. Die Spindel dreht sich auch sehr gut. Wir müssen das hier erstmal anbohren und hoffen, dass es da was Braunes gibt und dass sich das Loch vertieft. Wenn es das nicht tut, ist das untere Holz halt zu hart. Ja, bis jetzt hat sich noch nicht viel getan. Es ist ein bisschen tiefer geworden und wir testen halt mal weiter.
So, mittlerweile scheine ich auch die richtige Spannung von dem Bogen rausgekriegt zu haben. Muss das Ganze natürlich schön sicher betreiben. Wie man sieht, qualmt es schon und es bildet sich schwarzer Staub. Das lässt doch hoffen. Gut, dann wollen wir mal die Kerbe hier reinschneiden und das dann noch mal weiter treiben. So, ich hoffe, das reicht. Die Kerbe geht in das Bohrloch rein und da sollte sich ja nun der Bohrstaub sammeln. Machen wir mal weiter. So, letzter Versuch für heute. So, damit höre ich für heute erstmal auf. Glut haben wir nicht, aber jede Menge schwarzen Bohrstaub. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Für heute ist der Tag rum. Okay. Also gut, meine 2,5-3 Stunden sind rum im Wald. Trotzdem, dass der Versuch jetzt nicht geklappt hat, Glut zu erzeugen, bin ich recht zufrieden. Das Bohrset scheint einigermaßen zu funktionieren. Die Spindel aus Eiche ist sehr hart, kann das Material von der Fichte auch gut zerreiben und Pulver erzeugen. Wahrscheinlich habe ich es jetzt nicht lange genug durchgezogen. Es hat ordentlich gequalmt. Für den ersten Versuch muss ich sagen, okay. Ich werde das weiter austesten, vielleicht wie gesagt noch ein paar andere Bohrspindeln fertigen aus verschiedenen Materialien und vielleicht auch mal Birkenholz als Unterbrettchen nehmen. Okay, bis zum nächsten Mal, euer Miesegrau. Tschüss, bleibt gesund, geht raus und lasst euch von der Irrenwelt nicht verrückt machen. Und jetzt muss ich mit dem Öpi spielen.
Ciao.